Willkommen zurück zu einem neuen What I Eat in a Day von mir. Ja, ich habe gerade Sport gemacht, habt ihr gesehen? Jetzt ist es 20 vor 9 und jetzt kommt mein Frühstück. Wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich momentan das intermittierende Fasten gar nicht mehr so streng sehe. Also tatsächlich frühstücke ich auch manchmal wirklich was Richtiges, sage ich jetzt mal so. Hier steht nur ein Becher. Ja, ich muss heute zum Kieferorthopäden und dementsprechend will ich jetzt nicht unbedingt vorher was essen. Ja, deswegen machen wir uns jetzt mein Oldschool-Frühstück. Und zwar haben wir hier jede Menge aufgereiht. Und dafür brauchen wir eigentlich nicht mal mehr eine Waage, sondern die Scoops. Und zwar fangen wir an mit Magnesiumcitrat. Davon mache ich ein Dreiviertel Scoop hier rein. Das sind so ungefähr 2-3 Gramm. Dann gibt es Kreatin. Das ist noch relativ neu in meiner Routine. Davon gibt es auch einen Scoop. Und das ist ganz praktisch, weil so brauche ich keine Waage, sondern ja, kann einfach, ich weiß halt, wie viel das ist, die Dosis quasi. Von den EAAs hier nehme ich 2 Scoops und zwar auch ordentlich gehäuft. Ein paar Elektrolyte nach dem Sport und dann einen gestrichenen Scoop Kollagen. Dann haben wir diese Action fertig und zum Schluss suchen wir uns dann noch einen Geschmack aus, wonach das alles schmecken soll. Das ist teilweise auch schon gesüßt. Also das Kollagenpulver ist jetzt, okay, da steht Traube drauf, aber da ist Limette drin. Und dazu passt ganz gut Mango, deswegen nehme ich hier noch so ein paar Flavor Drops in Mango. Ordentlich Wasser rein. Damit ist mein heutiges Frühstück fertig. Aber so starte ich schon mal gut in den Tag. Hier steht jetzt noch mein Kurkuma-Tee. Den trinke ich dann nach dem Kieferorthopäden, denke ich. Dann ist er zwar kalt, aber das stört mich nicht. Das trinke ich jetzt aus. Dann muss ich Zähne putzen und dann muss ich los. Für die Leute, die ja noch nie eine Zahnspange hatten, ich muss zum Kieferorthopäden, weil unten, also wenn man eine feste Zahnspange hat, dann wird in der Regel entweder unten und oben oder halt nur unten, so wie bei mir, ein Draht von innen an die Zähne geklebt. Retainer nennt sich das, damit die eben quasi in ihrer Stellung so bleiben und sich nicht wieder verschieben, weil das kann halt natürlich auch immer noch passieren. So, ja. Und der ist mir kaputt gegangen. Und zwar schon zum zweiten Mal. Und deswegen muss ich wieder hin. Aber deswegen dürfte ich in der Regel eigentlich auch kein Geld bezahlen. Das letzte Mal war leider die Garantie, sag ich mal. Also die Gewährleistungsfrist war schon abgelaufen. Der war schon über 4 Jahre alt. Ja. Und jetzt ist er nicht mal ein Jahr. Und ist halt wieder kaputt gegangen. Und deswegen, ja, ich habe nicht so Bock, weil ich hasse das tatsächlich. Also es fühlt sich mega scheiße alles an. Und ja, es dauert ewig. Aber egal, ist nicht so schlimm. Muss ich jetzt durch. Und eigentlich, also wehtun tut es jetzt eigentlich nicht. Es nervt nur. Genau. Aber damit ich nicht zu spät komme, muss ich jetzt auch los. Ach, ist das echt schön, weil ich bin nur in der Lederjacke draußen und Leggings und ich friere nicht. Mir ist nicht kalt. Es ist sehr, sehr geil. Ach ja, aber ich kann mir ehrlich gesagt jetzt gerade Besseres vorstellen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr eine Zahnspange hattet oder nicht. Würde mich interessieren. Ich meine, ich bin echt dankbar, dass ich eine hatte. Weil meine Eltern mussten das alles selbst bezahlen, weil meine Zähne waren, die waren nicht schief genug, damit die Krankenkasse das bezahlt, sagen wir so. Schön war es trotzdem nicht und ich bin sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern das bezahlt haben, weil es war sehr teuer. Ja, aber gut. Ich muss es jetzt auch ausnutzen, dass ich noch die Gewährleistung habe vom Retainer, weil sonst muss ich wieder 200 Euro bezahlen, da habe ich keine Lust drauf. Also, wir stehen jetzt durch. Yay, Kieferorthopäde ist durch. Ich bin jetzt wieder zu Hause und es hat gar nicht mal so lange gedauert und es war auch gar nicht unangenehm. Also, wenn man sich vorher irgendwie beklagt, ich habe mich jetzt nicht bei denen beklagt, so nicht, aber wenn man vorher ein bisschen rummeckert, dann wird es schon mal besser. Ja, mal gucken, eventuell brauche ich jetzt unten noch eine Schiene.
wenn der wieder kaputt geht. Ich habe oben schon eine. Aber wir warten erstmal ab. Auf jeden Fall war es dieses Mal viel besser. Ja, freue ich mich. So, und ich hatte ja gesagt, nach dem Kieferorthopäden gibt es jetzt meinen jetzt kalten Tee. Ja, aber mich stört das tatsächlich nicht. Also, das ist zwar auch ein Thermosbecher und der hält noch eine ganze Zeit lang warm, auch ohne Deckel, aber so lange jetzt halt auch wieder nicht. Mich stört es aber nicht. Ich bin tatsächlich nicht der Mensch, der Tee extrem heiß trinkt. Ich glaube, das hatte ich euch auch schon mal erzählt. Oder zumindest die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen das auf jeden Fall. Denn ich trinke dieses Ding jetzt so in einem runter. Ich mag das nicht so an meinem Tee, nur so ein paar kleine Schlücke und dann immer daran zu nippen. Ich möchte den dann einfach mal eben so einfach trinken, wie so ein Glas Wasser so runterstürzen. Und das geht mit heißem Tee nicht so gut. Ja, Prost. Es ist mal wieder Supplemente-Zeit. Und zwar gibt es für mich jetzt einmal hier Omega-3. Das nehme ich jeden Tag. Und dazu gibt es noch einen Shake. Shake, so. Und zwar ist das so eine Art, ja, Verdauungsshake. Ich weiß nicht, ob ihr das letzte What I Eat in a Day gesehen habt. Aber da hatte ich erzählt, dass ich neue Medikamente nehme und dadurch so ein bisschen meine Verdauung so nicht so prickelt ist. Und der soll auf jeden Fall die Verdauung unterstützen, beziehungsweise auch gegen einen Blähbauch helfen. Und, also dieses Pulver, sag ich jetzt mal, dieser Shake. Ja, ich probiere es erstmal aus. Das ist jetzt erst das dritte Mal, dass ich den nehme. Deswegen kann ich noch nicht so richtig sagen, wie krass der wirklich wirkt. Denn dafür muss man ja ein bisschen erstmal das Produkt nehmen. Gerade wenn es auch mit viel pflanzlichen Sachen und so ist, da muss sich der Körper erstmal drauf einstellen. Ja, aber der schmeckt auf jeden Fall schon mal richtig lecker. Sieht sehr grün und sehr gesund aus. Ja, ich zeige ihn euch. So sieht einmal das Pulver aus. Das ist mit Spirulina, deswegen ist das auch grün. Und das hier ist dann der fertige Shake. Schmeckt, wie gesagt, super nice. Ja, und ich werde ja merken, ob es was bringt. So, und zum Mittagessen trinke ich dann nochmal einen Shake. Ich liebe Shakes. Und zwar diesen Whey Shake, den habe ich neu. Und den habe ich euch auch schon im letzten What I Eat gezeigt. Aber wie gesagt, für die, die es nicht gesehen haben, das ist so ein fruchtiger Whey Shake. Der ist ein bisschen durchsichtiger und nicht ganz so milchig. Und boah, der ist richtig, richtig lecker. Also, der ist so lecker. Da habe ich mich influenzen lassen tatsächlich auf Instagram. Aber ja, ich bereue es auch nicht. Der ist richtig nice. Und der soll so ein bisschen mehr die Recovery unterstützen durch die verschiedenen Stoffe, die da drin sind. Und auch da werde ich ja merken, ob mir das irgendwie hilft, weil ich in letzter Zeit doch vermehrt stärkere Muskelkater hatte, weil ich nicht so gut geschlafen hatte. Ja, das merke ich direkt. Deswegen mal gucken. Aber geschmacklich ist der auch schon auf jeden Fall sowas von top. Ja, schmeckt. Also der ist Passion Fruit und der schmeckt auch tatsächlich so wie, ja, wie eine Passionsfrucht in Shake. Kommen wir zu meinem Frühstück, was eigentlich mein Frühstück gewesen wäre. Das esse ich jetzt aber einfach quasi zum Mittag dazu, beziehungsweise mache mir das jetzt schon vorher und dann gibt es nochmal was zum Mittag. Und zwar gibt es für mich einen Shake, aber ich mache den nicht als Shake, sagen wir mal so. Also das ist so ein Mahlzeitenersatz-Shake, aber ich pimpe den noch ein bisschen. Und zwar mache ich mir daraus so eine Art Pudding mit Flohsamenschalen und dazu gibt es auf jeden Fall auch noch einen Apfel. Ja, das schmeckt mega nice. Also den muss man mit Milch und ein bisschen Öl anrühren, damit das auch nicht, also damit es auch ausgewogen ist. Und ich finde den mega lecker und deswegen ist jetzt ja nicht so, als wäre ich auf Diät, aber ich, der ist einfach super lecker und deswegen esse bzw. trinke ich den gerne. Ja, genau. Und in Mischung mit einem Apfel, also dann ist das quasi so ein Brownie mit Apfel, ist das sehr, sehr lecker. So, und zwar nehme ich mir dafür jetzt auch nochmal einmal wieder einen Shaker. Dann kommt in diesen Shaker das Pulver rein. Dann füge ich hier einfach ein bisschen Kokosöl hinzu. Da wir das im Shaker haben, ist es auch nicht so schlimm, wenn es noch so einigermaßen fest ist, weil das wird gleich auch nicht durchgeschüttelt und dann ja, ist der große Klumpen auch schon weg. Und dann füllen wir das Ganze jetzt mit Milch auf. Und schütteln. Dann nehmen wir uns eine Schüssel. Flohsamenschalen kommen da rein. Shake oben drüber. Umrühren. Und noch ist es halt super flüssig. Aber wenn die Flohsamenschalen erstmal die Flüssigkeit aufgesogen haben, dann wird es richtig schön puddingartig.
dann können wir da auch gleich unseren Apfel noch reinrühren. Das ist hier übrigens keine bezahlte Werbung oder so ein Kram. Ich finde das einfach nur lecker. Und deswegen zeige ich es euch. Ja. Die eine Hälfte ist klein geschnitten, die andere Hälfte esse ich so. Und dann haben wir jetzt hier unseren Pudding. Wie ihr seht, bisschen flüssig unten noch. Hier oben haben sich die Flohsamenschalen abgesetzt. So, jetzt kann man es besser sehen. Dann kommen hier jetzt die Äpfel rein. Dann mischen wir das alles gut durch. Und fertig ist unser geiler Pudding. Je nachdem, wie viele Flohsamenschalen ihr benutzt, beziehungsweise wie viel Flüssigkeit, ja, dauert das Ganze eben halt eine kurze Zeit. Im Kühlschrank geht es, glaube ich, noch ein bisschen schneller, aber ich möchte den lieber ein bisschen wärmer essen. Ja, also eine Viertelstunde. Auf jeden Fall würde ich warten. Ja, aber wie gesagt, kommt halt auf eure Zusammensetzung an. Da mache ich jetzt noch Zimt drauf und da kommt jetzt noch so eine, ja, die sind fast leer, so eine, ja, zuckerfreien Karamellchips. Tja, wie nenne ich das? Ja, Topping halt, ne? Kommt da jetzt noch drauf. Ja, wie gesagt, Zimt. Genau. Und dann ist das richtig lecker. So, hier habt ihr einmal das fertige Ergebnis. Ich lieb's. So, im Hintergrund hört ihr schon meinen Wasserkocher. Was heißt das? Was gibt es zum Mittagessen? Porridge. Yes. So, ich habe jetzt mal eben gewartet, bis das Wasser fertig ist. Und zwar wisst ihr ja, dass ich momentan, oder beziehungsweise ihr wisst es, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, aber ja, ich esse momentan super gerne süß mittags und vor allen Dingen super gerne Protein-Porridge. Und da sind schon meine Zutaten. Heute gibt es, also meistens gibt es einen Schokoprotein-Porridge, heute gibt es aber einen Beeren-Protein-Porridge. Genau. Und zwar brauchen wir natürlich Haferflocken. Ich habe hier jetzt 50 Gramm. Dazu kommen 40 Gramm von diesem beerigen Proteinpulver. Genau, das gebe ich da schon mal zu. Und dann mischen wir das schon mal. Außerdem packe ich da noch Hanfsamen zu. Mischen wir auch schon mal direkt unter. Die geben dem Ganzen noch so ein richtig schön nussiges Aroma. Dann fülle ich das Ganze jetzt mit etwas heißem Wasser auf. Dann kommen da jetzt noch 100 ml Milch zu. So, und jetzt können wir sehen, ich hoffe, man erkennt es, wie schön lila das geworden ist. Sieht einfach richtig nice aus. Da kommen jetzt einfach noch ein paar Beeren drauf. Diese sind jetzt noch aus dem TK, aber wenn es saisonal ist, kann man natürlich auch frische Beeren benutzen. Auch hier darf ein bisschen Zimt nicht fehlen. Und dann gibt es für mich noch zwei zuckerfreie Vollkorn-Cookies, sag ich jetzt mal dazu. Die sind auch noch mit Frucht gefüllt. Ich zeige euch die einmal. Jo, die gibt es bei Lidl und die sind mega lecker. Ja, und damit ist mein Mittagessen fertig. Und da es mir sowas von egal ist, ob ich schon ein süßes Mittagessen hatte oder nicht, ein Dessert gibt es trotzdem. Und zwar natürlich ein Proteinriegel. Heute habe ich mich für eine sommerliche Sorte entschieden. Ja, und zwar auch wieder einen Hellriegel. Die gab es letztes Mal auch schon mal. Sorry, dass es so lame ist. Aber ja, die sind halt einfach lecker. Lemon Cheesecake, ja, den gibt es jetzt noch. So, jetzt sitze ich hier mit meinen beiden Schüsseln, meinem halben Apfel, meinem Zimt und meinem Proteinshake. Ja, und das lasse ich. Ja, und meinem Freund. Da. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Also mein Freund nicht, aber das ist. Apfel vom Papa. So. Schüsseln leer. Shaker leer. Riegelpackung noch voll. Das ist der beste Moment, tatsächlich. Was guckst du so? Let's go! Das ist einfach ein Träumchen. Aber real talk, Leute, ne? Ey, dieser scheiß Retainer. Meine Zähne sind jetzt wieder so eng,
alle Leute, die meine Zahnspange hatten, die wissen genau, welches Gefühl ich meine. Das ist einfach, fühlt sich, als hättest du neue Zähne. Ganz ehrlich. Und damit abbeißen und so ist mega unangenehm. Es tut nicht richtig weh, aber es ist unangenehm. Das wird mich jetzt aber nicht davon abhalten, diesen Riegel zu essen. Das war lecker. Jetzt gönne ich mir noch ein Kaugummi. Und dann setze ich mich erstmal mit Lukas an den PC. Wir müssen noch das YouTube-Video für morgen fertig schneiden und noch ein paar Reels schneiden. So. Und dann steht natürlich noch mein Spaziergang an. Der wird nicht vergessen. So, nicht wundern. Outfitwechsel. Ist noch derselbe Tag. Aber beim Spaziergang mache ich nicht nochmal den Fehler, dass ich in langer Hose und T-Shirt rausgehe. Dafür ist es momentan echt zu warm. Also in der Wohnung ist es noch relativ kühl. Aber nee, also nicht draußen. Da ist es so warm. Ja, da geht's im Top. Und kurzer Hose raus. Aber tatsächlich ist da hinten ein Haus, was ich euch unbedingt zeigen muss. Das sieht einfach so schön aus. Glaubt mir, da gehen wir jetzt hin. So, wie schön sieht das bitte aus? Oh mein Gott, also generell ist dieser Garten, dieses Haus so schön. Aber das ist der Knaller, oder? Dieser Blauregen. Das muss ich euch zeigen. Hat nicht funktioniert. Es ist so krass warm. Ich schwitze trotzdem. Dann lasse ich jetzt, glaube ich, gleich einfach meinen Top an. Bis ich friere in der Wohnung und dann kann ich mich wieder umziehen. Ah. Aber ganz ehrlich, ich beschwere mich nicht. Was habe ich gesagt? Solange, bis mir wieder kalt ist, ne? Ja, jetzt bin ich wieder umgezogen. Und jetzt trinke ich meinen Brennnesseltee. Den kennt ihr mittlerweile ja auch zur Genüge. Es gibt Abendessen. Und zwar ist es heute recht simpel. Ich mache einfach ein bisschen Blumenkohl und Blattspinat zusammen im Wok. Dazu mache ich mir eine Cognac-Pasta und das mag ich sehr gerne. Das ist Postersalat, also so eingelegtes Gemüse, unter anderem Paprika, Zwiebel, jede Menge ist da drin. Und genau, das ist super lecker meiner Meinung nach und das mache ich einfach dazu. Dann noch so ein bisschen Tomate dazu, dann gibt es noch eine schöne Soße, eine große Knoblauchzehe. Ja, dann habe ich hier noch ein Pasta-Gewürz, mein Lieblingspasta-Gewürz. Kennt ihr, glaube ich, auch schon. Und dann gibt es dazu ein veganes Hähnchen. Ja, das soll halt ein Hähnchenfilet darstellen. Sind zwei. Lukas isst natürlich mit, ne? Ist klar. Ja, und wir hatten auch schon davon ein Steak. Und das war sehr lecker tatsächlich. Deswegen sind wir mal gespannt, ob dieses Hähnchen uns auch gut schmeckt. Wir probieren ja gern so Fleischalternativen aus. Einfach, weil wir sehr probierfreudig sind. Ja, also recht easy, aber schmeckt lecker. Dieser Pustersalat ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung von mir, weil man eben eine große Gemüsevielfalt hat und so eingelegtes Gemüse ist ja auch sehr gesund. Ja, genau. Das ist wie mit so einem Asia-Wok-Gemüse. Da hat man auch eine perfekte, einfach vorgefertigte, riesige Gemüseauswahl. Finde ich immer nice, sowas. Ja, dann fangen wir mal an. So, den Knoblauch presse ich jetzt gleich einfach in unseren Wok und dann dünste ich alles mit so ein bisschen Wasser an. Der Blumenkohl ist schon vorgekocht und dann eingefroren gewesen und jetzt einfach aufgetaut. Deswegen braucht er auch gar nicht mehr so lange. Ich habe auch ehrlich gesagt ziemlich Hunger. Das muss jetzt fix gehen. So, wenn ich Tomaten snacke, esse ich viel lieber diese kleinen Tomaten. Aber um die in Gerichte zu machen, sind solche großen natürlich viel praktischer. Und ja, das gibt einfach durch den Wassergehalt einfach, wie gesagt, so eine geile Soße ab. Mit einem richtig guten Gewürz. Top. Den tropfe ich einfach ab. Ja, und mach Hälfte, Hälfte, damit Luca auch noch was hat. So sieht das Ganze aus. Die Tomate schneide ich einfach klein und die kommt richtig schön am Anfang direkt mit rein, damit die einkocht quasi. Cognac-Nudeln werden auch einfach nur abgetropft. Kennt ihr ja auch schon mittlerweile. So, in unserem Wok sind jetzt schon Tomaten und Knoblauch. Da kommt da jetzt einfach ein bisschen Wasser zu. Und dann dünsten wir. Feuer frei. So, und da unser Blumenkohl noch nicht so ganz aufgetaut ist, kommt der jetzt schon direkt dazu. Cognac-Nudeln auch.
Und dann rühren wir das jetzt erstmal um. So, und dann setze ich jetzt erstmal kurz einen Deckel drauf, damit das schön garen kann. Das sind unsere Fake-Hähnchenfilets. Halleluja, ist das Öl. Marinade. Ja gut, Ölspray brauche ich heute wohl nicht. Sieht irgendwie aber ganz lecker aus, ne? Wir werden sehen, wie es schmeckt. Kurzer Zwischenstopp. Da kommt jetzt ordentlich Gewürz drauf. Man kann das schön mitgaren. So, hier ist es am Brutzeln. Sieht immer noch nice aus. Es ist sehr weich, habe ich gemerkt, eben gerade. Aber das hatten wir bei dem Steak auch schon. Es wurde härter, wenn man es gebraten hat. Ja, genau. So, da hinten ist jetzt unser Pustersalat drin. Dann kommt da jetzt noch der Spinat zu und unser Basilikum. Ja, umrühren und dann können wir servieren. So, hier haben wir unser fertiges Ergebnis. Sieht das lecker aus oder sieht das lecker aus? Das Ding sieht auch richtig lecker aus. Ja, das werden wir jetzt genießen. Wie immer mit Stäbchen. So, dann testen wir mal dieses Hähnchen. So schaut's aus. Boah, das ist so lecker. Das ist ähnlich zu dem Steak, aber eine andere Würzung halt. Boah, auch noch immer weich, aber ich mag das. Top. Also die hatten wir bei Edeka gefunden. Und die werden wir definitiv nochmal kaufen. 100%, das weiß ich jetzt schon. Die sind so lecker. Also, richtig krass. Was sagst du? Richtig lecker. Richtig lecker, ne? Oh, das ist besser als das Steak. Echt? Ja. Es ist noch würziger, noch doller, ne? Ich schmecke auch nicht ganz so doll nach Soja. Ach, und bevor ich es vergesse, natürlich gibt es noch einen Tee dazu. Ein Peace-Tee. Jawohl, mit Kamille und Ashwagandha. Und Hanf. Ja, wir essen jetzt erstmal, ne? So, hier noch mit Kampfzopf, Essenszopf. Essen ist leer und war sehr lecker. Und jetzt gibt es natürlich noch Nachtisch, ist klar, oder? Und zwar haben wir uns heute für diese beiden Schätzchen entschieden. Ja, der kommt auf jeden Fall auch noch später in die Mikrowelle. Den kennen wir noch gar nicht, den probieren wir. Ja, aber die beiden werden wir uns jetzt noch gönnen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem What I Eat in a Day. Danach werden wir natürlich noch spazieren gehen, aber das kennt ihr ja mittlerweile auch zur Genüge. Ich würde mich einfach an dieser Stelle von euch verabschieden und ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, nicht vergessen, für den Fall, dass ihr noch keins da gelassen habt. Ich habe es schon 10-mal erwähnt heute, sorry, aber ich sag's nochmal. Folgt mir gerne auf Instagram. Ich heiße dort real-nati- und da gibt's jede Menge Essenseinblicke, auch täglich neue Rezepte und Foodtests und Alltag. Ja, genau. Wenn ihr keine Rezepte verpassen wollt, dann schaut doch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Dort habe ich eine Playlist, die heißt Hashtag Shorts. Und da findet ihr viele kleine Videos und die habe ich unter anderem auch auf Instagram gepostet. Ja, und da könnt ihr nichts mehr verpassen. Gut, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich sag's euch, Leute, aus der Mikrowelle. Proteinriegel. Es ist ein Traum.